Hallo Leute, und ich begrüße euch wieder zurück zu meinem Let's Play von Mega Man 2. Im vergangenen Part haben wir noch ein paar schöne Stages gesehen und ein paar noch schönere Bosse. Wir haben noch drei Stages übrig, die möchte ich jetzt eigentlich am Stück schaffen. Ich möchte jetzt gern Airman machen, der geht am besten mit Wood. Aber da ich jetzt noch null Leben habe und keine Energietanks, werde ich mich jetzt absichtlich mal Game Over gehen lassen. Und das geht am besten bei Heatman. Und böse Lava. Wollen wir einfach mal reinspringen. Oh nein, Game Over? Was soll denn das? M-Tech, bist du etwa Noob? So, Stage Select, bitte. So, und ich wollte Airman machen. Ja, die Airman Stage gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil hier kann man runterfallen. Also mal sehen. Wir haben zwar Item 3, aber das nützt gerade nicht so viel. Das brauche ich nicht. Komm. Ein Leben! Los, geh hier rüber. Verschwinde. Kommen jetzt schon meine lieblingsfliegenden Affen mit Blitze? Ja, ich glaube, die kommen jetzt. Nee, die kommen noch nicht. Aber die kommen jetzt. Verschwinde. Und ein Affe. Ja, die Stelle ist blöd. Die ist jetzt noch leicht. Da muss man einfach den Affen hier töten. Jawohl. So, und das ist jetzt blöd. Der Sprung ist echt doof. Man muss jetzt so schnell wie möglich den hier oben erst zerstören und dann rüberspringen. Ich habe es aber nicht geschafft. Das Problem ist, dass man hier runterfallen kann. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Und zack, und das wird wieder nichts. Nee. So Leute, jetzt wird hoffentlich was. Und springen und das wird wieder nichts. Doch, das wird was. Ja! Das ist eigentlich auch nicht das Problem. Das ist wieder das Problem hier. Obwohl der Sprung ging auch. So. Und jetzt kommen wieder unsere Taubsies. Oder sagen wir mal, es ist Tauburga. Denn es kommen viele kleine Taubsies raus. Eigentlich hätte man jetzt mal Timestop machen können. Naja, wer es braucht. Ihr kennt mich, ihr kennt mich, ihr kennt mich. So. Und weil es so schön war, nochmal das Ganze. Die Airman Stage ist absolut nicht einfallsreich. Ist aber auch nicht nötig. Ah, das war knapp. So. Die Vögel müssen jetzt kommen, die Taubsies. Ach so, jetzt kommt erst du. Ja. Du bist lieb. So. Und tot. Und die müssen immer die Eier in den Spalt reinwerfen. Dann kann mir nichts passieren. Und in den Spalt. Und das ist Heatman. Heatman, Quatsch, Airman. Aber den kann man rausglitschen aus dem Bild. Und jetzt bin ich gleich tot. Ich glaube, das war's erstmal. Jetzt gibt es, glaube ich, nicht mehr viel. Zum Runterfallen, hoffe ich. Taubsi? 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 Kein Taubsi. Wir lassen uns töten. Oder kriegen wir es auch so hin? Weiß ich nicht. Wenn Woodshield alle wird, wird's doof. Obwohl, es müsste eigentlich reichen. Den komischen Dingern hier erst ausweichen. Dann kommt er und dreht sich rum. Wir rüsten uns mal mit dem Woodshield aus.
Und er springt in uns rein. Okay. Ist aber nicht das Problem. Wir haben ja Zeit. Also ich habe Zeit. Ja? Dem kann man nicht ausweichen. Dem kann man ausweichen. Spring her, los. Los, komm her. Das war blöd, Leute. Denn Woodshield ist bald alle. Und das... Ne, ein Leben haben wir noch. Okay. Das kann man ausweichen. Das kann man auch ausweichen. Das kann man auch ausweichen. Win. Schöne Wirbelstürme. Ja, die Zwischenszenen sind nervig. Stimme ich euch vollkommen zu. Ja, Leute, Item 2. Sehr schön. Damit können wir jetzt die Heatman Stage machen. Ich glaube sogar in der Heatman Stage. Nee. Hier gibt's. Ach, ich weiß auch nicht. Erstmal gucken. Wir brauchen Metal Blade. Und den nehme ich zu töten. Und dann hier drüber laufen. Und den töten. Und drüber laufen. Und euch töten. Und euch töten. Und Waffenenergie. Und dich töten. Und halt. Und dich auch. Los. Und dich. Und dich. Und dich. Ein Leben. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ist das tödliche Lava. Aber man ist ja kurz unverwundbar. Und kann sich dadurch hier durch, ja, klitschen halt. Man darf eben, egal was man tut, man darf nicht in die Lava rein. Das ist eigentlich der einzige Fehler. Und man darf sich aber hier gerne ein bisschen... ihr nervt mich, schnell weg. Schnell weg hier von dem scheiß Ort und fort und fort und halt und hier nicht runterfallen. Item 1 habe ich nicht, schön. Brauche ich auch nicht, das schafft man auch so. Zack, zack. Zack. Das ist schön, Leute. Moin, 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 moin. Moin, moin, moin. Hier sollte man ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht, wenn die Dinger erscheinen, in die Lava reinfällt. Das ist ein bisschen blöd. Moin, moin. Verschwinde, 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 verschwindet alle beide, haut ab und tschüss und drüber und drüber und das war scheiße und schnell weg. Das war wieder Müll. Das war gut. So, jetzt hier nicht reinfallen. Müsste es gewesen sein.
Und wir brauchen, guckt euch's an. Also hier kann man verzweifeln. Ich nehme einfach hier Item 2. Das Leben kann man sich holen, kann man aber auch ignorieren. Ich hole mir's mal. Und das war das Dümmste, was ich je getan habe. Okay. Dann viel Spaß beim Aufladen von Item 2. Okay, mein Kumpel hat mir gesagt, ich soll das ignorieren. Er hatte recht, das letzte Mal habe ich es nicht ignoriert und trotzdem geschafft, aber ja. Zum Glück kommen die hier immer wieder, also das ist nicht das Problem. Sollte eigentlich reichen. Ja, es reicht. Moin, moin, mein Leben. Ich hab solch ein Glück heute. Das war knapp. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und moin, 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 und moin. Und diesmal ignorieren wir es einfach, weil wir schlau sind. Und tschüss. Kann man dich ignorieren? Aber nicht so. Lol. Was kommt jetzt noch? Der Boss. Wie viel Leben? 3. Also können wir uns töten lassen. Aber wir können es natürlich auch versuchen, weil Bubble gibt's genug. Natürlich ist Wasser gegen Feuer gut, was auch sonst. Und das war's. Und wir bekommen Heatmans Waffe. Item 1. Jetzt haben wir alle zusätzlichen Items. Item 1, Item 2, Item 3. Und es verbleibt noch die letzte Stage, das ist die Crashman Stage. Die finde ich persönlich scheiße, aber ihr werdet es ja sehen. Aber die hat die coolste Musik, finde ich. So, ihr entschuldigt, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, Timestopper, zack. Timestopper ist was Feines, muss man sagen. Warum auch immer. Deswegen. So. Ja, hier kann man mit Item 1 sehr schön abkürzen. Zack, 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 zack und zack. Man kann das auch machen, so schwer ist das nicht. Aber so geht's schneller und ich weiß zufällig, dass ihr das mögt, wenn man das schön schnell macht. Ja, jetzt kommt, glaube ich, jawohl, du bist mir egal. Zack. Piep, piep. Na, piep, piep.
die schöne Stelle, die ist mir eigentlich auch relativ egal. Dieser sinnlose Raum. So. Und das kann man eigentlich mit Item 2 ganz leicht schaffen. Es geht, ist eigentlich auch so relativ leicht, aber ich mache mir es immer so einfach, wie es geht. Und wir nehmen den rechten Weg. Jetzt kommen erstmal ein paar nette Vögel. Taubsies, sag ich immer. Die ignorieren wir einfach eiskalt. Und ein bisschen Energie schadet nie. Piep, 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 piep. So. Und das Schönste jetzt ist an dem Spiel, da wir jetzt alle drei Items haben, gibt es jetzt hier oben noch eine sehr schöne Stelle, wo man sich jetzt was Tolles holen kann. Obwohl wir das eigentlich gar nicht brauchen. Und zwar haben wir hier Nummer 1, ein Energietank. Und Nummer 2, ein lila Leben. Und ein Metal Blade, was wir nach oben abschießen und uns das Leben holen. Und du kannst mich, und du kannst mich. Und hier hat Capcom eine schöne Stelle eingebaut, wo man sich schöne Sachen holen kann. Ein paar Leben, ein bisschen Waffenenergie, ein bisschen normale Energie. Wenn denn nötig, aber sie halten es nicht für nötig. Waffenenergie. Energie will ich haben. Los, droppt doch mal ein Leben oder sowas. Ich brauche zwar keins, aber... Ach, ich hab keinen Bock mehr. Crashman ist ganz einfach, wenn man Airmans Waffe hat und wenn er die richtigen Bewegungen macht. Das war nicht die richtige Bewegung. Das war sie auch nicht. Und das war's. Und ist das Spiel jetzt zu Ende? Wir haben alle 8 Stages, alle 8 Bosse geschafft. Müsste eigentlich nur noch sowas wie ein Endboss kommen, theoretisch. Oder Leute? Und wir erhalten die Crashbomben, die Waffe, die ich eigentlich ganz selten verwende und meinen Kumpel gar nicht. Stage Select. Hey, wer ist das? Und die Augenbrauen, das ist eben typisch, der Dr. Wiley. Oh nein, Leute, guckt mal, was soll das denn? Mehrere Stages sind noch offen. Aha, okay. Na da, Leute, zu früh gefreut. Das alles seht ihr aber im nächsten Part. Ich werde diesen Part hier an dieser Stelle wieder beenden. Und wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Part, liebe Leute. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Euer MTag. Ciao.